Zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen kann die Chemie viel beitragen. Das zeigen die Sieger des Responsible Care-Wettbewerbs. Responsible Care ist ein wichtiger Bestandteil von Chemie hoch 3, der Nachhaltigkeitsinitiative der deutschen Chemie. Wer kennt Leindotter? Solche Felder mit der genügsamen Kulturpflanze sind heute etwas rar geworden. Dabei eignet sich Leindotteröl nicht nur für Salat, sondern auch zur Herstellung von Chemikalien. Die Wolle Chemie setzt es für Alkydharze ein, als Basis für Holzlasuren, und bedenkt das Teller-Tank-Problem gleich mit. Wir lassen auch Flächen anbauen, die nicht für Nahrungsmittel verwendet werden, brach liegen, oder es werden Leindotter gemeinsam mit zum Beispiel Erbsen angebaut. Und hierbei gibt es Synergien, die beide Pflanzen zugutekommen. Im Lauenburger Werk ließe sich durchaus noch mehr Leindotteröl verarbeiten. Die heutige Anbaumenge stammt von norddeutschen Landwirten. Gepresst wird das Öl in einer nahegelegenen Ölmühle. Wolle kauft also regional, was Ressourcen spart. Weitere Ansätze, die wir in Form von Projekten verfolgen, sind unter anderem der Nutzung und Verwertung von natürlichen Abfällen, wie zum Beispiel Orangenschale. Aber wir haben auch ein großes Interesse an Projekten, die sich beschäftigen mit der Herstellung von Chemikalien, mit Algen und Bakterien zum Beispiel. Chemie ist nicht immer so sexy wie in diesem Jeans-Video. Aber nachhaltig soll die Chemie, die in der Jeans steckt, schon sein. Deshalb hat die CHT-Gruppe einen alternativen Bleichprozess entwickelt. So müssen Jeans nicht mehr mit umweltkritischen Chemikalien wie zum Beispiel Kaliumpermanganat behandelt werden. Das Thema wird beim Mittelständler aber noch viel umfangreicher betrachtet. Eine Gruppe von CHT-Experten überprüfte bisher 1900 der eingesetzten Rohstoffe. Das Ziel? Kritische Stoffe in den eigenen Produkten möglichst zu ersetzen. Zum Beispiel bei Silikonen, die in vielen alltäglichen Produkten stecken. Die Forscher bekamen die Aufgabe, diese umweltverträglicher zu machen. Die Lösung bestand darin, kritische Nebenprodukte herauszudestillieren. Das Verfahren musste sich erst in einer Pilotanlage bewähren, bevor sie den Weg bis ins Werk fand. Auf Basis der Forschungsergebnisse wurde vor einigen Jahren in eine neue Destillationsanlage investiert. Neben dem tagtäglichen Arbeiten, dass wir unsere Prozesse möglichst effizient gestalten, haben wir die gesamte Umweltbilanz in Betracht gezogen. Und da gehört es auch dazu, die eigenen Rohstoffe, die man für die Entwicklung einsetzt, kritisch zu hinterfragen. Und wo immer es für uns möglich war, haben wir diese reduziert oder sogar ersetzen können. An Windrädern herrscht auch im Hamburger Hafen kein Mangel. Viel Wind heißt viel Strom, aber der muss erstmal Abnehmer finden. H&R Ölwerke Schindler hat eine Anlage gebaut, die auf die schwankende Windenergie reagieren kann. Die neue Elektrolyse funktioniert anders als die herkömmliche Technologie. Die Flexibilität im Regelungskonzept der Anlage ist das Besondere. Wir können die Anlage sehr schnell hoch und runter fahren und nehmen damit auch am Sekundärregelenergiemarkt teil. Sie fungiert also wie ein Puffer für das Stromnetz. Bei überschüssigem Windstrom fährt der Netzbetreiber die Wasserstoffproduktion der Elektrolyse hoch oder kann sie für eine Stunde abschalten, wenn Flaute herrscht. Das von der EU geförderte Projekt hilft, die Stromnetze zu stabilisieren. Und H&R wird dafür vergütet, dass es die flexible Wasserstoffproduktion möglich macht. Den Wasserstoff, den wir in der neuen PEM-Elektrolyseanlage erzeugen, geht in die Hydrierprozesse. Wir haben einen Prozess, wo der Wasserstoff zusammen mit einem Katalysator technische und medizinische Weißölqualitäten erzeugt. Aber kann das Konzept der flexiblen Chemieanlage Schule machen? Ich denke schon. Es gibt mittlerweile einige weitere Referenzprojekte, die in die gleiche Richtung stoßen. Also von daher ist das durchaus ein Vorbild für weitere Anwendungen. Arbeitsbeginn bei Berlin Chemie. In dem neu gebauten Gebäude der geschützten Betriebsabteilung gehen 31 Menschen hochkonzentriert ihrer Arbeit nach. Auch heute erledigen sie wieder verantwortungsvolle Aufgaben.
Wir haben hier die Gebrauchsanweisungen für die Tabletten. Die müssen noch einmal in der Mitte gefaltet werden und dann in die Tablettenboxen so gesagt nachgesteckt werden. Also ich tue die Schachtel, die tue ich hier rauflegen, abwiegen und ist aber das Produkt nicht vollständig. Entweder ist es zu schwer, dann ist es orange und wenn das in der Mitte grün ist, dann lege ich die hier auf den Tisch und mein Kollege packt die dann ein. Achtung, Transport! Berlin Chemie kann sich auf den hohen Standard der Arbeit verlassen. Die Mitarbeiter tragen zu ihrem Lebensunterhalt bei und schließen Freundschaften. Die Kollegen haben eine Tagesstruktur dadurch, müssen also nicht zu Hause sitzen. Und nicht zuletzt erfahren sie auch Anerkennung ihrer Leistungen. Und die bringen einige Kollegen schon ganz schön lange. Ich bin 40 Jahre im Betrieb, ich höre bald auf. Am 28. höre ich auf, da bin ich nämlich in Rente. Seit über 40 Jahren investieren wir in eine geschützte Betriebsabteilung. Wir ermöglichen dadurch geistig und körperlich behinderten Menschen das Arbeitsleben im täglichen Miteinander mit anderen Mitarbeitern. Wir sind in der Berlin Chemie sehr stolz darauf, dass wir die Inklusion täglich leben. In der Berlin Chemie stimmt die Chemie. Was hat Ihnen so in den 40 Jahren am meisten Spaß gemacht? Dass ich mit meinen Kollegen noch arbeiten konnte.